Das, liebe Schwestern und Brüder, wird man vom heutigen Tagesheiligen nicht sagen können, dass er vor Gott nicht reich war, dass er Schätze für sich gesammelt hat. Dieser Heilige, Ignatius von Antiochien, ist eine bedeutende Brücke. Wir sind es im Grunde genommen gewohnt, inzwischen, wir hören das dann immer, die Wissenschaft sagt, obwohl hinter jeder Wissenschaft stecken Menschen, stecken Forschende, die ein bestimmtes Interesse verfolgen. Aber es hat sich inzwischen auch in der Kirche so eingebürgert, als gäbe es zwischen Jesus, dem, was er wollte, was er intendiert hat, und dem, was dann die Kirche daraus gemacht hat, einen Riesengraben, eine ungeheuer große Kluft. Diesen Graben, wenn es den je gab, überbrückt Ignatius von Antiochien. Denn, so sagen es die ältesten Quellen, auch wenn das vielleicht nicht ganz historisch ist, aber es ist gut nachempfunden. Die Legenden sagen, er ist jenes Kind, das Jesus in die Mitte der Jünger stellt und sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Das ist rein historisch möglich. Als er im Jahr 110 in Rom im Amphitheater den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen wird und die ihn wirklich komplett verspeisen, bis auf die Beckenknochen, die man birgt, ist er 90 Jahre alt. Mit 90 macht dieser zweite Nachfolger des heiligen Petrus in Antiochien diese grauenvolle Reise im Bauch eines Galeerenschiffes, neben den Rudersklaven, von denen er schreibt, dass sie schlimmer sind als wilde Tiere. An all den Gemeinden, wo das Schiff anlegt, darf er Besuch empfangen. Er kann nicht schreiben, seine Hände sind gefesselt, aber er kann Briefe diktieren. Das sind unglaublich wertvolle, kostbare Zeugnisse, direkt nach den Paulusbriefen, die uns jene Brücke eben zeigen, wie die Kirche sich entwickelt. Eine Kirche, in der es Bischöfe, Priester und Diakone gibt, von wegen später Erfindung. Ignatius von Antiochien ist in dem, wie er über die Kirche denkt und was er über die Kirche schreibt, ein glühender Zeuge Jesu. Und das ist nicht eine theoretische Idee, sondern das ist eingelöste Praxis. Wenn er sagt, ich warte darauf, dass ich von den wilden Tieren zermalmt werde, zermahlen wie Getreide, um Brot in Christus zu sein. Welch eine Glaubensüberzeugung. Und man muss sich das vorstellen, das ist nicht nur einmal, dass vielleicht dann eine Viertelstunde die Löwen an einem nagen, bis man dann den Tod findet, sondern man weiß es nicht genau, aber man braucht in der Regel 6 bis 12 Wochen mit dem Schiff von Antiochien bis Rom. Nehmen wir mal den Mittelwert, irgendwie 9, 10 Wochen, mindestens 2 Monate, Tag für Tag, Stunde um Stunde, eingesperrt im Schiffsbauch, bei Sklaven. Und der Mann ist 90. Dass er noch Kraft hat, von der Kirche zu denken und über die Kirche zu schreiben, sie mit seinen Briefen bis auf den heutigen Tag zu stärken, den Ursprungsfunken der Kirche an die Gemeinden weiterzugeben, dafür können wir Gott nicht genug dankbar sein. In seinen Briefen hat er große Scheunen gebaut, die Jahr für Jahr, Zeitalter um Zeitalter, Glaubensgeneration für Glaubensgeneration, die große Ernte Gottes bergen.